Ich habe zum Beispiel eine Bewegung namens Achte auf deinen Puls. Bup, bup. Du berührst deinen Po, verschränkst die Arme und machst Bup, bup. Du zeigst auf den Mann und sagst, hör auf meinen Hintern zu schauen. Hör auf, mich zu beobachten. Lass mich in Ruhe. Wir Frauen sollten uns wohlfühlen. Ja, ich bin sexy. Ich bin nett und stark. Darum geht's. Das sind die Zutaten für meine Moves. Ja, cut and clear. Super! Bada boom. Kimiko Versatile verändert mit einer Reihe von jamaikanischen Künstlerinnen die Szene. Sexy und selbstbewusst wollen sie das Feld nicht mehr den Männern überlassen. Auch den Tanz für dieses Sean Paul-Video zum Track Real Steel hat Kimiko Versatile choreografiert. What's when them see all of the money we spend? Real life thing could I never pretend. Still we are flinging at the hot girl them. Inwieweit wird Dancehall-Tanz durch Sex beeinflusst? Dancehall ist sehr sexy. Jamaika ist ein sexy Land. Wir sind sexy. Die Insel selbst ist sexy. Also sind die Menschen sexy. Es kann manchmal provokativ sein. Und wenn man auf einer Party ist, sieht man Daggering mit den Frauen. Das ist explizit. Allerdings, und über dieses etwas heikle Thema möchte ich mit Kimiko sprechen. Denn was ich teilweise auf den Dancefloors beobachtet habe, sieht gar nicht nach Empowerment aus. Eher nach Unterwerfung und ziemlich übergriffiger Männlichkeit. Daggering heißt diese Form, die vielen Jamaikanern zu explizit ist. Dennoch wird weiter gedaggert und es ist sehr beliebt bei beiden Geschlechtern. Kimiko, selber kein großer Fan, erklärt es so. Jamaika ist ein sehr raues Land, ein Drittweltland. Es ist hart, wir haben soziale Probleme, wir haben wirtschaftliche Probleme. Menschen werden ausgegrenzt und unterdrückt. Für viele, die tagsüber arbeiten und sich abrackern, ist Dancehall ein Ventil. Man tanzt nachts, um einfach loszulassen. Das Daggering zeigt wohl auch, dass Dancehall immer noch als Tanz der Straße und der Subkultur lebt und aneckt. Ich will auch noch wissen, was es mit den wilden Hüftschwingen auf sich hat. Verführung oder Tradition? Es ist eine heilige Bewegung, mit der wir Frauen gebären. Es ist also ein heiliger Körperbereich. Diese Whining Moves verweisen auf den Ursprung des Lebens. Nachdem ich in Deutschland zwei neue Stile kennengelernt habe, möchte ich sehen, wie die Gemeinde in London Dancehall praktiziert und treffe noch einmal Miss Rose. Sie nimmt mich mit zu ihrer Mädelsgruppe, die sich regelmäßig zum Tanzen in dem legendären Graffiti-Tunnel an der Leake Street trifft. Hier könne ich den UK Dancehall-Vibe besonders spüren, sagt sie. Die meisten Frauen haben wie sie karibische Wurzeln. Die Session beginnt mit einem stürmischen Warm-up. Wir werden drei Schrittfolgen üben. Mein Schritt namens Thonem, Teil 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und 8. Mindestens einmal die Woche trainiert Miss Rose hier im Tunnel und gibt Workshops. Von Party-Steps bis zu akrobatischen Ohne-Limit-Steps. Miss Rose beherrscht sie alle. Can't be cocky like this kid. Can't be cocky like this kid.
Erfindest du neue Moves im Club oder zu Hause? Überall, wo ich den Rhythmus fühle. Mein Gott! Zum Beispiel in meiner Küche mit Brot in der Hand fallen mir Schritte ein. Einfach überall. Oft wird heutzutage zu Dancehall-Musik so gugugagagagag getanzt. Mit der richtigen Musik, dem richtigen Rhythmus und unseren Moves kann man die wahre Essenz und den Vibe von zu Hause spüren. Ich habe noch nie eine so starke Frauengruppe gesehen wie euch. Hier tanzen Frauen unterschiedlicher Größe und Hautfarbe. Beim Dancehall geht es um Einheit und darum, sich frei zu fühlen. So wie ich tanze, tanzen die anderen vielleicht nicht. Sie hat ihren eigenen Stil. Sie hat ihren eigenen Stil. Und sie hat ihren eigenen Stil. Jede ist toll, niemand wird ausgeschlossen. Wir werden eine Vorauswahl treffen auf diesem Floor. Wir wollen nur die Besten der Besten auf dieser Bühne hier. Unterdessen steuert das Tanzfestival in Berlin mit einer Reihe von Wettbewerben langsam dem Ende entgegen. Tänzerinnen aus ganz Europa treten gegeneinander an. Alle haben sie ganz unterschiedliche Stile. In der Jury die Stars aus Jamaika. Sie wählen aus, wer weiterkommt. Erstaunlicherweise sind auch hier in Berlin, wie in London, mehr Frauen beim Dancehall am Start. Naomi Mary Rose vom Festival legt auf. Was begeistert die Frauen hier am Dancehall? Man sieht immer wieder, schwarze Menschen kreieren einfach wunderschöne Sachen. Ja, wir haben einfach eine sehr, sehr schöne Kultur. Wir haben sehr viele reiche, viele verschiedene reiche Kulturen. Und ja, ich glaube, Dancehall ist da keine Ausnahme und es zieht Leute einfach an. Dancehall ist eine weltweite Gemeinschaft, egal wo. Zum Beispiel in Mexiko. Die Leute kennen die Schritte der Jamaikaner aus Kingston. Es ist wie eine Familie. Viel Geschichte, viel Schmerz, was dahinter steckt, viel Freude, viel so eine Gemeinsamkeit, so eine Unity. Und ich finde, das macht Dance sehr, sehr einzigartig. Bei den finalen Battles treten die Besten noch einmal gegeneinander an. Die Jury mit Kimiko Versatile und Orville Hall schaut kritisch zu und bewertet. Wie beurteilen die Profis die europäischen Tänzerinnen? Talentiert. Viele haben großes Potenzial. Das ist mein bisheriger Eindruck. Viele haben auch Hip-Hop oder House trainiert. Und diesen Einfluss sieht man im Tanz. Wir in Jamaika tanzen reinen Dancehall. Die Frauen haben Männerschritte gelernt und nicht die wahre, authentische weibliche Energie verinnerlicht. Selbst wenn sie sich mit weiblichen Moves auskennen, verkörpern sie nicht den femininen Vibe. Denn sie springen von einem starken, männlichen Tanzschritt in einen starken, weiblichen Schritt, obwohl er eigentlich sensibler und sexy sein sollte. Dancehall kommt aus Jamaika und gehört einfach zu uns. Bei uns sieht man den wahren jamaikanischen Flow. Die Europäer lernen von uns und können unsere Moves übernehmen. Aber unsere Seele haben sie nicht.
or a spirit. Den richtigen Spirit kann man nicht im Tanzstudio lernen. Davon ist auch Miss Rose in London überzeugt. Dancehall müsse mit Haut und Haar geliebt werden. Jeden Tag werden in Jamaika mindestens 20 neue Moves geschaffen, schätzt Miss Rose. Am liebsten würde sie alle Bewegungen von Old bis New School in einem Buch festschreiben, damit auch der Nachwelt nichts vom wahren Dancehall verloren geht. Ich jedenfalls habe genug gelernt. Ich bin jetzt einigermaßen clubsicher im Dancehall. Und das werde ich ausleben. Gleich heute Abend.